Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und zwar kam ja heute leider kein Rouge-Video, es lag daran, weil wir, also ein Kumpel und ich, am Samstag unsere Geburtstag gefeiert haben. Also er hat 5 Tage nach mir gehabt, auf jeden Fall, da war halt das Fest. Und da mussten wir jetzt aufräumen, das bedeutet, ich kam nicht dazu, ein Rouge-Video zu machen. Allerdings habe ich euch vor ungefähr einem Jahr mal versprochen, ich mache ein Tutorial, wie ihr mir Rouge-Videos schicken könnt. Hab's dann aber bis jetzt irgendwie noch nie gemacht. Und zwar geht es eigentlich relativ einfach. Ich zeige euch jetzt eine Methode, wie ihr immer wieder auf den Link kommt, den ihr dafür braucht. Was ich genau meine, seht ihr gleich. Also wenn ihr Rouge öffnet, dann müsst ihr hier auf mehr Spieler auf Laden und dann ist hier so ein Link. Und wenn ihr da draufklickt, öffnet sich das hier schon. Ich schließe da mal kurz Rouge. So, da seht ihr schon, hier ist jetzt der Ordner mit den ganzen Saves. Da sind jetzt auch schon Saves von anderen Leuten drin, die mir was geschickt haben. Das sind diese Dinger hier, die mit dem Rouge ERPL am Ende. Ihr könnt die umbenennen, wie ihr wollt, aber dieses Rouge ERPL sollte halt noch dran stehen. So, ich zu meinem Teil habe das so gemacht, ihr seht auch schon hier Rouge Replay. Ich bin hingegangen, habe da oben drauf geklickt, dann hier senden an Desktop-Verknüpfung. So, jetzt habe ich hier unten eine Verknüpfung. Wenn ich da drauf klicke, komme ich hierher. So, jetzt bin ich noch hingegangen, habe das Ganze umbenannt wie hier. Rouge Replays, klickt da drauf, es ist hier offen. So, jetzt wie schickt ihr mir das Ganze? Ihr geht hin zum E-Mail-Postfach eures Vertrauens, ist mir jetzt egal was, also es ist wirklich absolut egal. Ich habe jetzt hier halt mal unseren gemeinsamen Google Mail Account, der irgendwie noch nie für irgendwas verwendet wurde, nur halt für Google Plus. Google Plus. Naja, auf jeden Fall, dann geht ihr hier auf Compose oder halt, ja, jetzt ist das Ganze hier halt auf Englisch oder eben auf das jeweilige Deutsche dafür. So, ich ziehe es jetzt mal auf meinen zweiten Bildschirm. Dann gebt ihr bei den Adressaten, gebt ihr heiko.lpwg@gmail.com ein. Das ist die E-Mail-Adresse, die findet ihr unter jedem Rouge-Video. Dann könnt ihr hier eingeben Rouge Replay, dann weiß ich immer gleich, was gemeint ist. Und ich habe da auch extra eingestellt, dass wenn irgendwas mit Rouge kommt, damit mir das unter wichtig eingespeichert wird. Da sehe ich das auch viel früher. Dann blinkt es mir auf meinem Handy auf. Dann könnt ihr jetzt noch hinschreiben, irgendwelche Besonderheiten, auf was ich achten soll. Habt ihr auf Air gesetzt oder habt ihr einen Rush gehabt oder habt ihr irgendwas anderes Tolles gemacht, irgendwas Spezielles halt. Ist eine Massenschlacht, ist eine normale Schlacht. Also es gibt eine kurze Beschreibung, ein Satz reicht schon. Also ihr solltet halt ein bisschen was dazu schreiben, weil andere schreiben nur hier die Replays. Da weiß ich halt nicht, was genau gemeint ist. Da muss ich sie halt 2-3 Mal angucken, bis ich überhaupt drauf komme, was an der Schlacht jetzt so besonders war. Also schreibt es bitte dazu. Und dann geht ihr einfach hier auf Anhänge, kopiert euch hier den Link raus, fügt den hier ein, zack, dann habt ihr das. Da geht ihr zum Beispiel zu dem Replay hin, öffnen, gebt noch eine kurze Beschreibung hin, ja, dann mache ich jetzt einfach mal Punkt, Punkt, Punkt und dann klickt ihr auf Senden. So, und jetzt machen wir ganz kurz Pause. So, ich musste gerade ein paar E-Mails löschen, weil da ab und zu mal mein Nachname aufgetreten ist und das muss ja nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall, dann kriege ich hier eine Bestätigung auf mein Handy blinkt auch schon und dann steht hier jetzt Rouge Replay. Dann sehe ich hier, Punkt, 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 also halt das, was ihr dazu geschrieben habt, dann lade ich das runter, ziehe es hier rein und dann kann ich die Schlacht angucken und dann, wenn es mir gefällt, auch kommentieren. Also ich denke, ich habe das jetzt ausführlich genug erklärt. Das Video geht zwar nur 4 Minuten, aber so kompliziert ist es auch nicht. Und dann ja, hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte und ich hoffe natürlich auch, dass ihr mir jede Menge Rouge Replays schickt, weil wie ihr seht, ich habe nicht viele, beziehungsweise schon viele, aber halt relativ wenig. Ich hatte mal mehr, bevor ich meinen Rechner aufgesetzt habe, aber ich Idiot habe natürlich die E-Mails gelöscht. Aber naja, dann war es das eigentlich auch von mir. Dann hoffe ich, dass ihr mir ein paar Replays schickt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.